Heute zeige ich die beliebten Mandellebkuchen, hergestellt mit der Lebkuchenglocke. Viel Spaß! Für die Mandellebkuchen benötigen wir Eier, Zucker, Marzipan, Mandeln grob gehackt, Mandeln fein, Lebkuchengewürz, Orangea-Zitronat, Amaretto, Hirschhornsalz, und Obladen, Puderzucker und Kirschwasser für die Glasur. Die trockenen Zutaten mit Lebkuchengewürz gut mischen. Die Mandeln, die grobe Mandeln und das Hirschhornsalz im Amaretto auflösen. Hirschhornsalz muss immer aufgelöst werden. Marzipan mit einem Eiweiß glatt arbeiten, und dann die Eier mit dem einen Eigelb mit Zucker schaumig rühren. So gut 10 Minuten, bis die Masse, die Eier einen Stand haben. Nach und nach das weiche Marzipan darunter rühren, immer kleine Portionen, bis alles glatt ist. Und dann das Amaretto mit Hirschhornsalz dazu. Gut glatt rühren. Die trockenen Zutaten mit dem Kochlöffel unter die Eier heben. Ist die Masse zu weich, kann noch Mandel dazugegeben werden. Denn eine weiche Masse geht aus der Lebkuchenglocke nicht mehr raus. Die Masse dann in die Lebkuchenglocke einstreichen, Oblade darunter kleben, drehen und schon ist der Lebkuchen fertig. Ein ganz simples Gerät, gibt es im Internet aus der Nürnberger Gegend. Aber Vorsicht, gibt es zwei. Muss aus der Nürnberger Gegend sein, das ist auch sehr preiswert. Gibt es drei verschiedene Größen. Geht ruckzuck, mit dem feuchten Finger die Nasen etwas abdrücken und dann mit halbe Mandeln garnieren. Und dann werden die Lebkuchen 2-3 Stunden abgestellt, bis sie oben eine kleine Haut haben und trocken sind. Backen etwa eine Viertelstunde bei 170 Grad. Puderzucker mit Kirschwasser oder auch einem anderen Saft dünn einstreichen, abtrocknen lassen. Und dann in einer Blechdose aufbewahren. Einige Tage durchziehen lassen. Gutes Gelingen, viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss.